Ja, herzlich willkommen zurück bei Andruck, liebe Zuschauer. Wir sprechen über den Zensus und die Konsequenzen. Das bedeutet nämlich, dass wir gewaltig sparen müssen. Herr Fahrun, Finanzsenator Nussbaum, ich habe es, glaube ich, ganz am Anfang der Sendung schon mal gesagt, will ja daran festhalten, 2015 keine neuen Schulden machen zu wollen. Ist das klug angesichts jetzt dieser neuen Lage? Denn er hat ja Zeit eigentlich. Naja, es ist als politische Messlatte natürlich nicht verkehrt, weil es eben tatsächlich so ist, dass wir auf die Dauer, wir können überhaupt nicht genug den Haushalt konsolidieren in Anbetracht dessen, was da passiert, was in der Zukunft kommt, eben wenn der Finanzausgleich nicht mehr da ist und vielleicht eine Krise kommt, die irgendwie mit Euro zu tun hat oder sonst was. Das ist ja alles absehbar oder möglich, dass das vorkommt. Dass die Zinsniveau steigt, dann haben wir sofort wieder ein Problem. Und deswegen ist es richtig, da den Druck im Kessel zu halten. Und das macht der Nussbaum jetzt, indem er dieses Ziel aufrechterhält. Und offensichtlich hat ihm ja auch niemand dabei widersprochen. Also der Senat und die Koalition scheint sich da einig zu sein, das zu machen. Und das heißt, dass sie natürlich für dieses Jahr, habe ich ja eben schon behauptet, ja, das ist das, was ich höre, ist die Sache eigentlich durch die sehr gut laufende Konjunktur, durch die niedrigen Zinsausgaben und diese Rückflüsse aus dem Wohnungsbau schon zu einem großen Teil abgedeckt. Also 2013 ist nicht mehr das Problem. 2014, 2015 ist noch ein Problem. Da müssen sie schon noch das ein oder andere machen jetzt über das hinaus, was sie im Haushalt hatten. Nur darf man nicht vergessen, dass Nussbaum ja immer in den letzten Malen also besser abgeschnitten hat in seinem Haushalt, als er gedacht hatte oder als er geplant hatte. Er hatte Polster drin, die natürlich dann am Ende konnte er sagen, haha, hier, ich bin der große Planer, ich bin hier positiv rausgekommen oder das positiver als wieder. Das findet die Opposition auch nicht so lustig. Das findet die Opposition nicht so gut, weil es natürlich sozusagen ein Spielraum für die Regierung bildet, der sozusagen nicht dem parlamentarischen Kontrolle unterliegt, was ein bisschen schwierig ist, aber am Ende, das macht man halt natürlich so als Finanzsenator. Und diesen Spielraum, jetzt muss er muss jetzt noch über das hinaus, 376 Millionen, glaube ich, für 2014 und nochmal ungefähr das gleiche für 2015. besorgen. So, und da muss natürlich schon noch ein bisschen was, wird da schon noch passieren müssen. Aber ich glaube, im Endeffekt kommen wir nicht dran vorbei, an den großen Blöcken was zu machen. Das ist natürlich Personal und man kann sagen, wir bezahlen die Leute besser. Wunderbar, kann man alles machen. Nur da muss man sagen, wie organisieren wir diesen Laden so, dass er wirklich auch auf die Mittelfrist einfach effizienter arbeitet. Möglicherweise kann man dann auch mit weniger Leuten das alles machen. Das kann schon sein. Nur bisher hat eben niemand ernsthaft an diesem Thema gearbeitet. Und das ist nun mal eine der größten Kostenblöcke. Also ich glaube kaum, dass wir an den Kitas rangehen. Ich meine, wir geben fast eine Milliarde aus für Kitas. Das ist aber politisch gewollt. Ja. Wir geben auch viel Geld aus für Schulen. Das ist auch politisch gewollt. Da wird man eher nicht was zurückholen können. Da wird man auch die Problemschulen nicht sitzen lassen können, weil das einfach eine gebotene Sache ist. Und dann die Unis kriegen auch eine Milliarde im Jahr. Also so, und man das läppert sich dann so auf und also guckt man, am Ende bleibt relativ wenig übrig, wo man wirklich frei sagen kann, so da schneiden wir jetzt was ab. Es ist klug, dass ein Finanzsenator immer ein bisschen was auf der Kante hat, so einen Haushalt versteckt. Also die Opposition sprach mal von 300 Millionen, auch das hat ja letztes Jahr nicht gereicht. Ich darf mal daran erinnern, wir haben letztes Jahr einen Nachschlag beim Flughafen gehabt von 440 Millionen. So die hat diese Koalition gestemmt und mehr Kredite aufgenommen werden mussten. Und am Ende des Jahres konnten noch 300 Millionen sogar zurückerstattet werden, also Kredite getilgt werden. Es war also genug, über 740 Millionen Euro waren noch in der Kasse. Sie meinen also, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass jetzt wieder dieses, wir sparen, bis es quietscht, dass diese Stimmung aufkommt und wir mit Schlaglöchern etc., also mit dem, was der Berliner wirklich tagtäglich spürt, dass diese Stadt kein Geld hat, noch weiter und schlimmer leben müssen. Also das Schlaglochsanierungsprogramm geht ja weiter, das ist ja eines der Beispiele. In der Infrastruktur können Sie nicht sparen, weil Sie müssen ja auch an die wirtschaftliche Entwicklung der Region denken. Es gibt eben ein paar Unbekannte, die uns die nächsten Jahre begleiten werden. Das eine ist der Flughafen. Wir wissen nicht, da kommt Nachschlag. Ich sage voraus, es wird ein dreistelliger Millionenbetrag sein, den Berlin nachschießen wird müssen. Ja, und sparen können wir da auch nicht wirklich. Sparen können wir am Flughafen ganz sicher nicht. Der zweite Punkt ist, dass wir auch nicht wissen, wie es mit der Zinsentwicklung weitergeht. Wir haben 63 Milliarden Euro Schulden. Das muss man sich mal, die Summe ist ja, wird einem ja schwindelig, wenn man sich das mal vorstellt, wie viele Nullen es da gibt. Und wenn man 63 Milliarden Euro Schulden hat und dann ein Zinsniveau jetzt im Augenblick zwischen 2 und 2,5 Milliarden, 2,3 Milliarden, glaube ich, ist es ungefähr, Herr Fahrun nickt, wenn da also auch nur 1% die Zinsen steigen, bedeutet das ja am Ende, dass wir gleich viele hundert Millionen drauf zahlen müssen, nur um die Zinsen zu bedienen. Im Augenblick haben wir also wirklich einen Zustand, wo wir glücklich sind, dass das Zinsniveau niedrig ist. Aber nachdem die EZB ja nun auch schon angekündigt hat, sie wird die Zinsen nicht weiter senken, rechnen die Finanzmärkte damit, dass es in absehbarer Zeit sogar mit die Zinsen wieder steigen, das Zinsniveau steigen wird. Und das ist natürlich für den Finanzsenator dann auch ein Risiko. Naja, aber
ich glaube auch, dass die großen Blöcke sind da festgezurrt. Da braucht es viel Fantasie, um das, um da was herauszukriegen. Und gerade deswegen muss man gucken, ob manche politischen Träume wirklich so realistisch sind. Wenn ich dann höre, also diese Stadtwerke-Idee, die Rückkauf auch der Energie hier. Da sind so Töne drin, wenn das so verkauft wird, als ob das eine Möglichkeit ist, wenn wir die Anteile von Vattenfall wieder zurückkaufen, den Landeshaushalt zu finanzieren, dann frage ich mich natürlich, ob das nicht bedeutet, da wird denn der Strom eher teurer für die Berliner, dann wird da wieder mehr bezahlt werden müssen. Das ist die einzige Hoffnung, ist eben seriös zu wirtschaften hier, weil es wird nicht einfacher und weil wir eben auch wieder bei diesem Zensurschock gemerkt haben, das kann sich über Nacht Situation anders darstellen. Und das, was positiv ist für diese Stadt, ist wirklich, dass Berlin so attraktiv ist, dass die Menschen hierher kommen und wo man dann da hoffen kann, dass das den wirtschaftlichen Erfolg, den wir in den letzten Jahren hier haben, dass der sich so verstetigt, dass hier Arbeitsplätze geschaffen werden, darüber mehr Steuereinnahmen kommen, sodass wir uns dann das leisten können, was auch notwendig ist, um diese Stadt zu unterhalten. Diese 25 Millionen Schlaglochprogramm, das ist ja ein kleiner Punkt, aber er ist auch notwendig, weil jeder stöhnt über das, wie es hier in Berlin zugeht. Auch die Koalition hat gerade mal mehr Geld rausgegeben für die prekäre Personallage in den Bezirken, was ja auch nicht falsch war, weil wir gemerkt haben, da knirscht es an allen Stängeln. Ich weise mal auf zwei Sachen hin. Einmal werden diese oder sollen diese Vorhaben Netzrückkauf und auch Wasserrückkauf im Übrigen außerhalb des Haushaltes bezahlt werden. Ja, das ist auch der jetzige, die ersten 25%, die sie von RWE zurückgekauft haben bereits, 650 Millionen, haben sie außerhalb des Haushalts bezahlt und das wird über lange Sicht von dem Unternehmen selber bezahlt, von den relativ garantierten Gewinnen, die dieses Unternehmen macht. Solche garantierten Gewinne gibt es beim Stromnetz auch. Das ist, die Rendite liegt momentan bei 9%. 7-9%. Und wenn man das Ding vernünftig managt, dann kann man damit sehr wohl, das hat sogar eine Studie für die IHK ergeben, dass man sozusagen da im Laufe der Zeit da diesen Kredit abbezahlen kann. Und dann hat man natürlich nach 20 Jahren, verdient man selber das Geld. Das ist eine völlig klare Rechnung. Das machen andere Städte auch. Ja. Andere Städte verdienen mit ihren Stadtwerken richtig Geld und sie verdienen auch mit dem Netzbetrieb richtig Geld. In Berlin, die Frage ist, ob wir uns das zutrauen und so einen Ritt für 20 Jahre oder 15 Jahre wirklich zu machen oder ob wir glauben, wir können das nicht. Unsere Manager sind, weil sie in den 90er Jahren auch zu doof waren, das zu machen und weil wir uns damit in eine miserable Situation gemanagt haben, ja, ob wir das schaffen. Aber dass man das theoretisch, selbstverständlich, kann man mit kommunalen Unternehmen, die vernünftig laufen, aber Geld erwirtschaften. Und man kann dieses Thema, zum Beispiel Netzbetrieb, wird die Schuldenbelastung des Haushaltes selbst nicht belasten. Moment. Und diese Debatte wird es geben, weil die SPD, in der SPD gibt es natürlich viele Leute, die sagen, wir müssen mittelfristig genau solche Erlöse auch für das Land Berlin sicherstellen, indem wir jetzt also diese Unternehmen unter unsere Kontrolle bringen, um richtig, dann in den nächsten 10-15 Jahren, in den nächsten 10-15 Jahren die Erlöse, die Einnahmen, die so ein Unternehmen, wenn es vernünftig geführt ist, natürlich selbstverständlich, fragen Sie mal in München oder in Hamburg nach, da ist das so, da leisten diese Unternehmen einen beträchtlichen Beitrag zum Haushalt der jeweiligen Kommune, dass man das machen kann. Und die Frage ist in Berlin, trauen wir uns das zu oder sind wir da zu doof, das zu machen? Andere können das, wir können das nicht, das kann man sagen. Das hat mit Doofheit ja nichts zu tun. Das hat viel mit Doofheit zu tun, aber hallo. Ich glaube auch, Sie haben in Berlin... In Berlin ist die Rechnung bis jetzt aufgegangen beim Wasser. Okay, beim Wasser, jetzt sind die RWE-Anteile, gehen jetzt über in Landeseigentum. Aufgeht, weiß man erst in 20 Jahren, dummerweise. Das genau. Und das müssen wir erst, wenn wir in Bayern wissen, jetzt, was wir für das Wasser bezahlen. Und wenn auf den Punkt wollte ich kommen, wie ist die Preisgestaltung in Zukunft, würde mich dann, wenn das Land Eigentümer ist, wieder der Stadtwerke und der im Rahmen eines Stadtwerkes eben für Strom und für Wasserversorgung zuständig ist, wenn dann die Preise steigen, muss auch das Land dafür Verantwortung tragen. Und ich sage voraus, ich glaube, man muss da nochmal mit Spitzenstift nachrechnen. Die Preise, ob sich die Netzentgelte wirklich, im Strom sind, es muss sich, da können es Sie lohnt sich doch nur dann, ein Stadtwerk zu gründen und das in Landeshand zurückzukaufen, wenn die Berliner auch was davon haben. Was, ich meine, ich kaufe doch nichts, wenn ich dann am Ende die Preise erhöhen muss, um den Kauf zu finanzieren. Man kann kein Stadtwerk kaufen, weil es keins gibt. Aber es geht darum, dass wir Wasseranteile zurückkaufen. Es geht um den Strom. Ein Punkt in der ganzen Diskussion, auch wenn ich jetzt mal
schnell das Thema. Mal, ich muss mal widersprechen. Natürlich kann man auch einen Flughafen bauen. Wir erleben aber gerade, dass es vielleicht wenn doch wir es nicht können, nicht dann so, ist es schwierig. Ne? Dass es immer da gewisse Unwägbarkeiten gibt. Und jetzt so zu tun, als ob das alles einfach nein, hier ich habe das überhaupt nicht. Ich habe gesagt, wenn man sich das zutraut und wenn man das kann und wenn man das vernünftig managt, dann kann man damit selbstverständlich Geld verdienen. Wenn wir in Berlin glauben, wir können es nicht, dann sollten wir es lieber lassen. Herr Fahrun, lass mich noch einen Gedanken sagen. Es gibt bei diesem Mikrozensus, weil ich bin einer von nur 10% der Haushalte, die gefragt wurden. Und ich muss Ihnen sagen, was ich da erlebt habe mit dem Statistischen Bundesamt, da schlackern mir jetzt noch die Ohren. Ich frage mich, ob es denn sein kann, dass bei einer Auswertung von 10% befragten Haushalten, ob man dann wirklich Rückschlüsse, richtige Rückschlüsse ziehen die kann. Die Lösung ist mir jetzt ein bisschen zu einfach zu sagen. Stimmt auf gar die gesamte nicht. Lage, ob stimmt es wirklich zutrifft, dass wir, stimmt das wirklich, dass wir 180.000 weniger haben? Wissen denn wirklich weiß jeder Wohnungseigentümer, wie viele in der WG, die sich dort eingemietet und untergemietet haben, untergebracht sind? Ich habe da so meine Zweifel. Aber das ist eine andere Diskussion. Ja. Aber unsere Diskussion hat gezeigt, dass die Koalition jetzt, denke ich mal, viel diskutieren muss. Wir werden das beobachten. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei meinen Gästen, bedanke mich bei Ihnen zu Hause für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut und passen Sie auf sich auf.